eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warrior 3 diesmal. Ja, ich habe aufgepasst. Und ja, wir haben in der letzten Folge gesehen, worum es geht. Wir sollen Ace retten. Und genau das werden wir versuchen. Kampf beginnen. Auf geht's, ab in die Schlacht. Wie man kraftvolle Spezialangriffe ausführt, hältst du die Taste gedrückt, fühlt sich die Spezialangriffsleiste und du kannst extra mächtige benutzen. Kennen wir ja, wenn man schon welche freigeschaltet hat, müsste man sagen. Und wir spielen mit Buggy. Ja, so. Und das ist unsere allererste Runde mit Buggy. Und ich bin mal gespannt. Lol. Wie geil ist er denn bitte? Oh. Geil. So. Also erstmal mit Buggy. Ich mochte den eigentlich schon immer. Und wie wir sehen, also macht direkt am Anfang schon viel, viel Spaß. Wir müssen jetzt in Marineford einmarschieren, um Ace zu retten. La, 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 la. So, Ruffy hat eine Heldfähigkeit. Deswegen versuchen wir Kizuna Rush so schnell wie möglich mit ihm voll zu kriegen. Im Moment sehe ich noch nicht so viel von dem, was wir mit Buggy machen können, außer dem hier. Moment. Und zack. Geiler Scheiß. So, Tashigi ist da. Sehr geil. Genau, Smoker, Tashigi, die werden ja alle hier in Marineford sein. Das ist ja eine Hochburg der Marine. Und Trenn-Trenn Festival! Sehr geil, so. Und das ist eine riesige, große Massenangriffsattacke, so wie ich das sehe. Und Tashigi ist natürlich einer der Ankerplätze, wie wir das südliche Kriegsschiff-Deck annehmen. Wir sollen also das feindliche Kriegsschiff einnehmen und dafür Ruffys Heldenpower, es wird aktiv. So, der Vorteil ist mit Buggy, wir haben eine große, große Reichweite, müssen dafür aber auf einem Platz stehen bleiben meistens. Und das sind so die Sachen, wenn wir so ein Bombardement haben oder so, sind wir da sehr, sehr leicht angreifbar. Aber, ey, wir machen mal hier gleich den hier. Direkt von Anfang an. So, probieren wir es mal damit. Tashigi mal ein bisschen in die Ecke drängen. Und mal ein bisschen davon. Und natürlich eine gute Reise in die Hölle rumrum. Kanone Festival! So, Errungenschaft direkt freigeschaltet. Er ist definitiv ein legendäres Monster. Tashigi lebt noch. Vielleicht nach einem Trenn-Trenn-Festival nicht mehr. Wir werden sehen, was wir tun können. Hat sie geschafft. Wir probieren es nochmal. Und es reicht. Sehr gut. Territorium eingenommen. Was ist das für eine Attacke? Spezial Buggy Ball. Mal gucken, wo der einschlägt. Ach, direkt vor uns. Ach, cool. Na gut. So, wir haben das erste Kriegsschiff eingenommen. Oder das Deck, das erste. Buggy Ball! Cool. So, wir müssen, es ist aber nicht das letzte. Da hinten ist noch ein Marinekommandant. Den machen wir hier noch fertig. Und danach suchen wir uns natürlich das nächste. Wir nehmen uns mal Whitebeard als Kamerad natürlich. Den großen legendären Whitebeard. Sehr, sehr gefürchteter und legendärer Mann. Und ganz ehrlich, in dieser großen Menge ist es sehr schwierig herauszufinden, was Buggys Attacken so sind. Oder die Kombos. Aber das kriegen wir schon noch raus. Keine Frage. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ah, wie cool, das ist eingebaut. Er kann sich ja in diesen Buggy verwandeln.
Wie cool, dass es mit drin. Ich freue mich gerade ein bisschen. Miep, miep. Ich finde das so cool, dass dann diese ganzen Details auch gedacht wurde. Genau wie diese Laufgeräusche von Chopper. Ich mag das. So. Ah. Kurz in die Ecke gedrängt. Ihr Affen. Gebt einfach mal ein Trendfestival. Yeah. Und kennst du den hier? So, da gehen die Marinekommandanten einen am anderen mal schlafen. Whitebeer. Yeah. So, das war das. Ah, da oben hat es das nächste. Und da hat es auch wieder ein Sternchen. Das heißt, wir müssen wieder irgendjemanden. Miau. Jemand das. Mimi. Hier, das ist Vorgeschmack. Herzlich willkommen bei Need for Speed, bei dem neuen Teil. Wir haben gerade das Anfangsmodell. Sehr geil. Entschuldigung, aber ich feiere das gerade hart. Und ich nehme das einfach mal raus, dass ich das geil finden darf. Und dass ich hier das Spiel und mich selbst und alles Mögliche. Okay, mich selbst vielleicht nicht. Aber dass ich dieses Spiel und alles hier sehr gut feiern darf. Oh, Smoker. Ich habe mir gedacht, dass wir uns hier sehen. Alter Kumpane. Aber ich habe einen Kollegen mitgebracht. Captain Whitebeard. So. Räumen wir hier erstmal ein bisschen auf. Ihr kriegt natürlich auch gerne ein Trendfest, ist ja gar kein Problem. Und dafür, wir sehen, wir machen recht wenig Schaden. Wir sind ja auch erstmal Stufe 19. Aber geht doch relativ fix voran, sag ich mal. Dann wird das Kapitel vielleicht ein, zwei Minuten länger dauern, als wenn wir volles Level gehabt hätten. Aber ganz ehrlich, so ist das auch schon mal schöner, wenn man mal ein bisschen Anspruch hier reinkommt. Als wenn man ein Spiel hat, was man innerhalb von ein paar Minuten direkt durch hat. Das ist ja auch langweilig. Ach, weißt du was, Smoker? Kennst du den hier? Ich wollte den eigentlich was anderes machen. Aber kein Problem, den Buggy Ball kriegt er auch. Zack, hier, nochmal. Er war schon immer ein zäher Gegner, wissen wir, weil er ja auch teilweise unangreifbar ist. Ach, wie geil ist das? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. So, seine Heldenkraft ist gleich zu Ende. Wie ich diese ganzen Kombos mache, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Levelaufstieg, sehr gut, das funktioniert ganz gut. Smoker greift das gesamte Schlachtfeld also mit etwas an. Boah, das ist ein Gemenge. Ich verliere echt gerade den Überblick, kann ich ehrlich so sagen. Aber eigentlich auch geil. Ich habe, wie gesagt, diese legendäre Schlacht hier noch nie wirklich gesehen. Aber ich habe schon eine Menge gehört vom Kollegen. Und sie soll wirklich extrem gut sein. So, wir können übrigens mit Whitebeard und Ruffy einen Kizuna Rush starten. So, Smoker, dann probier mal das. Und mit dem Auto überfahren. Oh ja. Genau so mag ich das. Oh, das wollte ich eigentlich vorher machen, aber eine gute Reise in die Hölle, gum gum. Ich hab's erschossen, aber ein Mann weiß schon. So räumt man hier ordentlich auf, Kinder. Merkt euch das? So, wir fahren mal hier auf den Platz. Hier ist Hancock. Sie kenne ich nicht, aber wir haben in der Story schon von ihr gehört. Sie hat eine Schlange dabei. Wir haben von ihr wirklich... Ach, wie geil ist das denn? Also wir haben wirklich von ihr gehört in der Story. Deswegen ist mir gerade schon ein bisschen unangenehm, dass ich wirklich mich überhaupt nicht erinnere. Wir sind eingeeist, aber das macht gar nichts, denn wir sind verdammt nochmal Captain Buggy. Wir können alles. Haben wir Hancock schon besucht? Vielleicht müssen wir auch Mr. Speed einsetzen als Gehilfen. Wow. Okay. Ich versuche gerade, mir die ganzen Kombos mal zu merken. Der hier zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Und Dialog.
Mihawk ist auch wieder da. Die Kommandanten sind also hier. Na, da bin ich mal gespannt. Phoenix hätten wir auch noch spielen dürfen. So, also, er ist bereit und ein Held zu sein. Machen wir also. Mihawk ist also unser Feind. Damals mit Lissop geschlagen, aber ob das heute reichen wird, ich bezweifle es fast. Oh, wir kassieren eine Menge Schaden. Aber guckt euch das an, was wir hier für einen Angriff machen. Das ist echt schon eigentlich unfair. Aber es ist geil. Ich muss sagen, ich mag es extrem. Und wir machen gleich nochmal das hier. Mihawk macht hier die ganze Zeit Liebe. Ich glaube, er versucht hier die ganze Zeit die Schiffe zu zerstören. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mal gespannt, was der Phoenix uns so helfen kann hier. Level Aufstieg, das gefällt mir auch sehr gut. Marco kann Leute wieder gebären. Na. Also, wieder ins Leben zurückrufen wahrscheinlich. So, wir haben jetzt zwei Territorien, die wir einnehmen können. Bevor wir in der Mitte die ganze Zeit kämpfen, kämpfen wir doch einfach hier! Mit Marco Ruffy Whitebeard. Das ist doch die Mischung, die mir gefällt. Wer ist das? Und dann das? Ah. Was ist das für eine Zeit? Beschütze das Kriegsschiff. Oh mein Gott. Wieso lese ich denn die Quest nicht? Zurück, zurück, zurück. Wir müssen das Kriegsschiff retten. Oder öffne einen Weg. Naja, wir versuchen erstmal das Kriegsschiff natürlich zu retten. Oh Gott, hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Wo müssen wir denn da hin? Oh oh. Da habe ich echt gar nicht drauf geachtet. Ob das reicht? Ich meine, gut, noch haben sie es nicht eingenommen. Wahrscheinlich läuft die Zeit gerade zu unseren Gunsten runter. Wir fahren mal nach ganz unten hin, da wo die zwei roten Kreuze sind. Um da mal... Im Rückzug. Das Schiff ist in Reichweite. Ich hoffe, Mihawk setzt einen Hieb frei. Oh oh. Das ist sein Ende. Hieb wurde nicht abgewehrt. Oh nein. Dachte ich mir, wir konnten das nicht beschützen. Oh, wir müssen wahrscheinlich jetzt auch noch verhindern, dass er das nächste Schiff... Wo ist er denn? Das ist mal die andere Frage. Wir müssen ihn irgendwo aufhalten können. Ich dachte, er wäre hier. Ein Schiff haben wir also verloren. Mal sehen, wie schlimm das wirklich hinterher ist. Oh, ich hoffe nicht zu sehr, da bin ich gerade aufs Hydro gestoßen, Entschuldigung. So, dann versuchen wir mal. Da oben blinkt was. Rot. Da gehen wir mal hin. So, wir haben hier noch natürlich eine Menge zum Einnehmen. So. Wir haben auch, mir fällt gerade ein, keine Fähigkeit eingesetzt für Buggy. Was uns die Sache leichter hätte machen können, aber gut. Ach, Moria, oh mein Gott. Er lebt auch noch. Das ist doch der, von dem wir Blut haben.
Okay, wir müssen jetzt also den Zombie-Kommandant besiegen. Zombie-Kommandant. Oh, wir müssen Mihawk aufhalten, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie oder ob überhaupt. Das ist so gerade mein Problem. Wir machen erstmal die Zombie-Kommandanten und dann sehen wir weiter. Ich weiß es gerade echt nicht. Wir haben ja auch ein bisschen. Wir sind ja gut dabei. Wir haben einen starken Verbündeten und wir machen gut Schaden. So, das war das. So, jetzt sind wir hier. Aber wo wird dieser Heap vorbereitet? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Das ist mein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich das sehen kann. Auch auf der Karte. So soll das Ziel Aquilisten nur so begleiten, dass er das Ziel erreicht und dann kann er das aufnehmen. Also abwehren. Also können wir ihn gar nicht aufhalten, sondern Josu hier, unser Diamantenfreund, ist der, der das aufhalten kann. Genau. Ach, wie geil. Okay. Dann haben wir das geschafft. Gefällt mir doch schon mal sehr gut. So, jetzt wird er wahrscheinlich das nächste Schiff angreifen. Mihawk ist auch da, wo wir noch nicht angreifen können. Na gut. So, jetzt müssen wir Josu natürlich wieder Leitschutz bieten. Machen wir das auch mal. Ich zappel hier mit meinem Fuß die ganze Zeit so rum. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Das wäre mir durchaus peinlich, auch wenn ich übersteuere. Ich sehe das gerade. Ich habe die Einstellung so drin wie immer, aber ich habe das Gefühl, ich bin lauter als sonst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir werden sehen. Wenn nicht, muss ich das eben manuell runterdrehen. So, wir müssen jetzt also die Marinekommandanten besiegen. Nicht leichter als das. Buggy Special Ball. Zack, wieder ein Levelausstieg. Das geht hier Schlag auf Schlag. Natürlich, weil wir recht geringes Level hatten und auch, weil Buggy einfach so eine Zerstörungsmaschine ist. Da kann man sagen, was man will. Ob man ihn nur mag oder nicht, aber wenn man sich das so ansieht. Und dafür, dass wir eben so wenig Dings haben. Hier, nimm da einen Buggy Special Ball. So, ich denke, das waren die Marinekommandanten. Hier ist noch ein Basenkommandant. Ah, Spezialangriff nicht vergessen. Eine gute Reise in die Hölle. Gum, gum. Ich hab's erschossen, aber du hast keine Chance. Phoenix Estival! Leider nicht so viele Opfer getroffen wie gehofft, aber trotzdem immer noch so viele. Und er macht sich auf den Weg. Ich denke mal, wir sind gut dabei. Man muss ja nur hier hinstellen, er ist gleich da. Josu hat sein Ziel erreicht. Mihawk schießt von da hinten. Und Josu kann es abwehren. Aber ich gehe mal lieber hinter ihn. So. Und wir stehen voll in der Schusslinie. Aber wir haben es abblocken können. Sehr geil. Ja, wir haben zwei Schiffe gerettet, weil wir ja wussten, wie es geht. Und damit geht Whitebeard wohl aus dem Kampf. Oh! Ein Spezialevent und ein Dialog. これたち参加のやつらも全員あんたには大恩がある。白ひげ海賊団のためならいのちもいらねえが。白ひげが刺された。こんな茶番劇やめちまえよ白ひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えに。
仮にも親に刃物を突き立てるとは、とんでもねえバカ息子だ。バカな息子、それでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命よ。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな。みんな俺の家族だぜ。 俺が息子らの首を売ったなと。海賊なら信じる者はてめえで決めろ。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。俺なんてこと、海軍に騙されて。すまねえ、おやっさん。すまねえ、エース。 Na gut. So, wir versuchen hier mal schnell das Kriegsschiffswrack aufzunehmen. Und Whitebeard ist zurück, also... Da wurde er reingelegt und von seinen eigenen Piratenleuten erstochen. Aber... Er lebt noch, denn es ist immerhin Whitebeard. Zack, 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 zack. Die Attacke machen. Auch wenn wir sie nicht immer genau durchziehen können. Beschütze das Kriegsschiff und öffne den Weg in Schafott. Da unten wird jetzt angezeigt, aber wir versuchen das hier schnell einzunehmen. Wir sind jetzt schon hier. Hat einer gerade... Den kennen wir noch nicht. Ah, die Tore werden geöffnet. Und da ist er. Mihawk. Und der ist das Schatz-Event. Und da müssen wir sofort hin. Wir nehmen... Ja, ob wir das... Ob wir das hier noch schnell einnehmen können. Aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern eigentlich. Ah, das ist unsere Diamantenhaut hier, die wir jetzt als Kollegen haben. Wir versuchen schnell hier einzunehmen und dann auf zu Mihawk. Deswegen auch schnell die zweimal hintereinander. Dann sollten wir das eigentlich schnell hinkriegen und dann sollte das alles auch eigentlich kein Problem mehr sein. So, Territorium eingenommen. Wir machen uns schnellstens auf den Weg mit unserem Buggy. Ha, Buggy quasi. Ich frage mich allerdings, warum Mihawk? Er ist doch einer der Samurai. Also auch eigentlich ein Pirat, oder nicht? Wieso kämpft der auf der Seite der Marine? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber vielleicht ist er auch einfach, will er einfach nur Ace Hinrichtung. Ich weiß es nicht genau, wenn ich ehrlich bin. Aber da ist Mihawk. Schatzereignis!4個赤髪の兄弟分、大海賊、道化のバギー船長では。確かにそれは俺だが、俺が伝説の海賊だってのは内緒のはずだな。ゴムゴムのジェット身代わり。って何しとんじゃこら麦わら。なんだよ、 Naja, wenn hoffen wir mal, dass er da recht behält.
Mit Lissop war es ein bisschen anstrengender gegen Mihawk. Ich bin sehr gespannt, wie schwer das wirklich wird. Mal sehen. Ah, das macht schon genug Schaden eigentlich. Ich bin da sehr... na, wir machen einmal... Aua. So, wir machen das und ein bisschen davon. Und, das und das. Bombe, 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 Bombe. Kizuna Rush mit Yosu, Ruffy, Whitebeard und Marco. Oh geil, die komplette Clique zusammen. Mihawk, jetzt ist heute nicht dein Tag, muss ich dir leider so sagen. Oh Mann. Das ist gerade ein bisschen unfair für ihn, glaube ich. Er kriegt hier von allen Seiten komplett reingedroschen. Und den Special Buggyball. Oh mein Gott, ja. Sehr geil. Du machst überhaupt keine Special Angriffe. Oh. Bum, bum. Ich hab's erschossen, aber du hast keine Chance. Ja. Brilliant Festival. Eigentlich wollte ich tatsächlich nur das machen, damit er seine Spezialangriffe nicht macht. Egal. Haben wir eben kurz unsere super Spezialattacke. Ich wollte ihn eigentlich damit hinrichten. Damit wir... Naja, ihr wisst Bescheid. Okay, bitte, wie war das? Das war, glaube ich, so. Ach so, wir sind gerade noch mitten in der Combo. So. Ach du, Mihawk. Zeig doch erstmal, dass du aus dem richtigen Holz geschnitzt bist. Und damit sollte es eigentlich erledigt sein. Yeah. Mihawk hat sich zurückgezogen. Und Mission erfolgreich. Die südliche Festungsanlage ist verschwunden. Sehr, sehr starke Marina-Admiräle haben sie da. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle ein kleines Folgenpäuschen, gehen ins Menü, weil die Story im Hintergrund geht ja die ganze Zeit weiter. Also von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir mit Buggy weiterhin versuchen, Ace zu retten. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und bleibt piratisch.